Und damit willkommen zurück bei Tropico 6. Wir widmen uns jetzt mal der 10. Mission schon Hüttenland. Von einem anderen Diktator herausgefordert, macht sich El Presidente. Entschuldigung, machten sich El Presidente und Penultimo, den wollen wir ja nicht vergessen, auch wenn er der Vorletzte ist, wollen wir nicht vergessen, machten sich jedenfalls auf den Weg, um ein beispielloses Experiment der Gleichberechtigung durchzuführen. Eine Kultur ohne Wohnhäuser. Zeitalter, Weltkriege und Kalter Krieg, Missionsfokus, Bevölkerungswachstum und die speziellen Regeln sind keine Wohngebäude, die erste Wüste, auf der wir sind, Schwierigkeit lassen wir normal und wir starten nach dem Ladebildschirm wie immer. Es könnte die schlimmste aller Zeiten gewesen sein, denn es war sicherlich nicht die beste. Aber der Zweite Weltkrieg hat auch viele Gelegenheiten geschaffen, Presidente. Zum Beispiel, als euer unerreichtes Genie die Notwendigkeit eines bescheidenen Lebensstils vorhersah. Viele Häuser waren zerbombt worden und überall versuchten die Leute sich anzupassen. Die Isla de las Casas Modestas, euer unvergleichliches Experiment in Sachen Gleichheit, sollte zu so viel mehr werden. Presidente, ich habe einen überheblichen Brief von Proximo erhalten, Berater des Herrschers von Santo Tonto. Ist das eine Art Herausforderung? Er ist so eine Schlange. Sie planen, eine gleichwertige Gesellschaft zu schaffen. Offenbar, indem sie nur noch eine einzige Frisur zulassen. Das ist lächerlich und nicht sehr anspruchsvoll. Presidente, wir müssen sie übertreffen. Unsere Bevölkerung muss gedeihen, um die Überlegenheit eures Plans für Gleichstellung zu beweisen. Eine Kultur ohne Häuser. Okay, wir müssen nur die Bevölkerung fast verdoppeln. Okay, das sollte ja zu schaffen sein. Zeit ist kostbar, Presidente. Ja. Die Standardverfassung, wir nehmen sie mal an. Ich posiere erstmal so. Wie sieht die Insel denn? Ach du meine Fresse, die ist ja riesig, oder? Sieht das nur so aus? Hier sind die. Okay, das ist der Palast. Das ist, glaube ich, schon eine sehr große Insel, oder? So groß waren die sonst nicht. Vielleicht nur nicht so zusammenhängt. Hier hängt ja mal viel zusammen. Könnte sein. Vielleicht war Ballspiel auch so groß, nur nicht in so einer auffälligen Form. Und andererseits, wenn ich mir überlege, die vielen Berge, so viel können wir von dem Land nicht nutzen. Aber gut, fangen wir erstmal klassisch an. Wir sehen uns mal an, was gibt es an Ressourcen? Aha, ganz viel Gold. Und auch ein paar andere Sachen. Wie sieht's mit Öl aus? Schlecht. Okay, also auf Öl müssen wir hier nicht setzen. Fisch mache ich sowieso nie. Viehhaltungsbedingungen. Sehen wir uns später nichts. Gucken wir mal in der Stadt. Wir haben eine Zeitung. Ein Palast, Baubüro, Kapelle, Busgarage, Rumdistillerie und das ist dann bestimmt Zucker. Ja. Okay, als erstes. Wo führen denn diese Straßen hin? Zum Sägewerk und die? Zu einer Rinderfarm. Okay. Auf Weidenprohibition geändert. Und direkt den Miststreuer gekauft, damit hier die Effizienz nicht sinkt. Da müsste ich durchs Feld bauen, das möchte ich nicht tun. Also wir bauen es einfach. Vielleicht können wir den irgendwie platzieren, dass der noch mehr mit abdeckt. Das ist das Wort, das ich gesucht habe, abdecken. Vielleicht könnten wir zum Beispiel. So rum haben wir schon. Dann wäre es doch schön, wenn wir vielleicht noch Ananas für Konserven oder Tabak für Zigarren. Wobei, wir haben so viel Geld, vielleicht könnten wir direkt eine Waffenfabrik aufsetzen. Interessant, aber ich gucke jetzt trotzdem nach. Mal sehen. Ananas? Könnte man machen. Müsste man die Zeitung versetzen. Aber das würde ja gehen. Tee. Ananas könnte man hier also machen. Auch hier unten, wenn man will. Na gut, gucken wir mal. Kakao. Wir kommen hier noch in Kalter Krieg. Hier wachsen aber eigentlich, obwohl die Insel so wüst ist, wächst hier vieles ziemlich gut. Ananas, würde auch da oben zum Beispiel gut wachsen. Da oben würde auch Zucker. Dann könnte man vielleicht mal auf Multikultur setzen. Da oben würde man ja Kakao, Zucker und Ananas hinkriegen. Tabak würde man hier unten.
Hm, interessant. Vielleicht könnte man das endlich mal... Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral ahoi! Mensch, hier wächst hier alles. Was ist das denn komisch? Ist das doch irgendwie seltsam schon, dass hier alles so gut wächst. Aber gut. Also gucken wir mal. Können wir direkt eine Waffenproduktion aufsetzen? Da bräuchten wir Nickel. Das ist hier hinten. Okay, wir könnten hier Nickel abbauen. Wir könnten da Eisen abbauen und hier Kohle. Und dann hätten wir lange Straßen und Brücken, aber wir hätten eine Waffenproduktion. Wie viel kostet die Waffe? Warte, wie viel kostet die Waffenfabrik? Stahlwerk, 15.000 mit der Blaupause, Waffenfabrik. Das könnten wir uns leisten. Wir könnten direkt in die Waffenproduktion gehen. Und ich würde sagen, das machen wir auch eigentlich gleich, oder? Die sind das Wertvollste. Warum soll ich hier mich mit Zigarren und so abgeben, wenn ich auch gleich richtig ins Geschäft einsteigen kann, weil die Transportwege vielleicht zu lang sind und es nicht aufgeht? Weil ich deshalb mit was anfangen sollte, was einfacher ist. Gute Idee auch. Wobei, so lang wären die Wege auch nicht, oder? Doch, die wären ziemlich lang. Okay, wir versuchen es erstmal mit... Ja, versuchen wir es doch mal erstmal mit Zigarren. Wir wollen nur eine Zigarrenfabrik. Wo bauen wir sie? Vielleicht hier? Anscheinend nicht. Ich habe übrigens den Präsidenten wieder auf einen männlichen Typ umgestellt. Denn jetzt hatten wir ungefähr die Hälfte des Projektes den weiblichen und die andere Hälfte den männlichen. Da dachte ich, jetzt ist es Zeit, wieder zu wechseln. Es gab ja bisher keine Rückmeldung auf meine Fragen, ob ihr irgendeinen Typ bevorzugt. Deshalb nehme ich einfach mal an, dass es euch egal ist. Und deshalb wollte ich dann beide gleich viel zeigen. Und jetzt war ungefähr der Zeitpunkt. Ich fand, weil eine neue Mission anfängt, ist das ganz passend. Und während ich rede, kann ich mir überlegen, wo ich die Fabrik hinbauen will. Hier unten wäre eigentlich sehr schön, aber das passt, glaube ich, nicht, oder? Hier so würde passen. Ach, dann bauen wir die einfach. Oder hier unten die Industrie einfach beim Hafen, wo sowieso nichts anderes. Ach komm, wir können die auch einfach hier hinbauen. Wollen wir das? Wollen wir sie hier hinbauen? Ich bin total verunsichert. Ich baue erst die Plantagen. Sonst wird ja gar nichts. Ich bin viel zu unsicher gerade. Okay, Tabak. So, ach, Tabak ist jetzt das Einzige, was hier oben nicht so gut wächst. Ach doch, hier hinten eigentlich. Ja, hier hinten. Ja, hier kann man Tabak gut anbauen. Passt hier zufällig ein Feld hin? Das wäre näher dran. Ja, hier passt ein Feld hin. Auch wirklich, also wirklich ein Feld auch. Das ist ganz ernst gemeint mit ein Feld passt hier hin. So, am besten baue ich das so, dass es direkt da an die Straße anschließt, wenn ich die Straße baue. Irgendwann will ich diese Waffen haben. So, Leute, wenn ich es drehe, kann ich es drehen vielleicht? Es hat die Effizienz erhöht. Ich verstehe nicht, wie das die Effizienz erhöhen konnte. Da fehlen doch jetzt Felder. Aber ist mir recht. Da kriegen wir es auf 100. Komm. Ich weiß, das macht nicht so einen großen Unterschied. Ich wollte jetzt nur probieren. Na gut, dann bauen wir die einfach. Oh, so ist, glaube ich, gut, wenn ich da eine Straße runterbauen will. Also in Zukunft will ich die da ja bauen. Nein, doch nicht gut. Wartet, wie würde ich die Straße da runterbauen? Ich probiere es aus. Nee, warte, die Straße würde ich wahrscheinlich in einem Zug bauen am besten. Weil es sonst nicht geht. Geht auch so nicht. Ja, warte, man müsste die irgendwie... Ach, ich glaube, der Platz ist schlecht. Ich glaube, ich baue es ein bisschen dichter. Los, weg damit, so. Nochmal versuchen. Was war es eigentlich? Tabak. Ich hab schon wieder vergessen, was ich anbauen wollte. So, nicht ganz so eng, vielleicht. So, okay. Ist das die gleiche Stelle wie vorher? Ist mir jetzt egal. Okay, dann, wollen wir schon auf Kakao und Kaffee setzen?
Eigentlich die Dinger bringen auch so im Export immer ganz nett. Wir könnten schon... Ja, ich weiß, wir machen einfach noch ein bisschen Zucker. Könnten wir auf Multikultur mal setzen? Irgendwie wird es nicht mehr, obwohl ich es mir ins Grüne schiebe. Ich verstehe es nicht. Hier, ich schieb's ein Feld zurück und es müsste doch Effizienz verlieren, weil da auf einmal Felder fehlen, aber egal. Nee, das ist blöd. Wenn ich die nebeneinander baue, dann sollte die Straße... Oh, ist das kompliziert. Die Plantagen, das ist immer das, wo ich mich verzettel. Okay, also, diese Plantage wäre doch richtig schön, wenn man die einfach... Na, hier sinkt die Effizienz. Also, Effizienz 97%, höher wird es, glaube ich, nicht mehr. Nö, auch wenn ich es drehe. Ne, okay. Also, 97% Effizienz. Hier. Oder ein Feld weiter hinten? Ne, kann ruhig vorne sein. Kann ruhig vorne sein. Okay, jetzt eine andere Plantage. Und zwar für Tabak. Und die wäre doch jetzt schön, wenn sie einfach daneben passt. Hätte dabei sogar... Ja, aber dann... Grübel. Ja, die hat so 99%. Die muss ich auch mal kurz neu platzieren, sonst müsste ich die Straße jetzt um eine Kurve bauen. Jetzt haben wir es. Okay, weil ich hatte, da habe ich schon mal komplizierter Plantagen gebaut. So ist das ja noch ganz okay. Will ich sie so direkt nebeneinander bauen gleich? Ja, ne, bauen wir da ein bisschen. Bauen wir die doch näher dran. So. Und jetzt. Ne. Was? Passt trotzdem nicht? Ja, gut. Da hat sich ja mein Aufwand eben gelohnt. Ich dachte, das würde jetzt passen. Na gut. Lassen wir das. Bauen wir einfach... Halt. Was hat nochmal Multikultur gemacht? Muss ich mal kurz nachsehen. Senkt die Effizienz um 40%. Die Plantage verringert die Fruchtbarkeit nicht mit der Zeit. Erhält 10% Effizienz für andere Plantagen in der Nähe, die ein anderes Saatgut und den gleichen Arbeitsmodus nutzen. Genau, dann müssen wir hier jetzt nur in die Nähe... Noch ein paar andere Plantagen. Zum Beispiel könnte hier in die Nähe doch noch Ananas. So längs gedreht vielleicht. Würde die so alles abfassen? So wäre sie direkt an der Straße angeschlossen, aber das wäre für die Effizienz nicht gut. So lang gedreht wäre da schon besser. War doch eben noch besser. 97, aber da weiß ich jetzt nicht. Da sollten wir jetzt warten, bis die fertig sind. Bis die fertig gebaut sind. Wir könnten vielleicht nochmal... Farm. Wir könnten vielleicht noch andere Farm. Allerdings Krokodile, Leder bringen viel Geld. Hohoho, könnte man direkt hier gegenüber bauen. Jetzt wäre eine gerade Straße doch schön, was? Lama für Wolle wäre auch nicht schlecht. Was steht denn da für ein Ding? Ach, ein Kokosnussernter ist das, glaube ich. Ja, Lamas wären ganz nett für Wolle. Ja. Dann könnte man hier noch ein paar bauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier ist ja 100%. So. So. Da ist das Gelände dann zuneben. Zwei reichen vielleicht auch erstmal. Warte, waren das jetzt Lamas oder Krokodile? Lamas, okay. War mir gerade nicht mehr sicher. Krokodile würden hier aber auch gut gehen. Lamas und Krokodile gehen wohl immer an denselben Orten. Na, nicht schlecht. Würden hier oben ja noch ein paar Krokodile hin. Nee, doch nicht so gut. Würden die Krokodile hier hin? Wie wäre das? So. Und dann...
Hier fehlt jetzt aber doch noch der Mistschreuer, den muss ich noch bauen. Aber ich nehme mal nah dran, dass die das schnell dahin kriegen. Ja. Oder sogar so nah dran. Ja, vielleicht sogar so nah dran. Ja. Ach, keine Ahnung, brauche ich den halt. Ich weiß nicht, ich hatte immer das Problem, dass die keine Waren bekommen haben. Und wenn er so nah dran ist, muss der ja nur selber die Strecke fahren. Also sollte das so klappen. Ja, jetzt haben wir ordentlich Sachen gebaut. Jetzt sollten wir auch mal andere Sachen bauen. Zum Beispiel eine Bibliothek für Forschung. Wo ist das? Bei Medien und Bildung natürlich. Hier ist die Bibliothek. So. Die kann doch hinter die Zeitung gleich neben den Palast. Warum ist denn da so ein komisches Feld frei? Könnte man die Zeitung nicht hier nach drüben versetzen? Hm. Vielleicht passt ja noch irgendwas Tolles rein. Eine Botschaft! Erstmal bauen wir die Botschaften. Die sind wichtig, die kann ich nicht vergessen. Sagt mir nur, wo sie hinpassen. Hier eine hin? Nee, passt ja auch nicht. Wie breit sind denn die Dinger eigentlich? Vier Felder, uff. Ach so, hier steht gar nichts. Ich dachte, das gehört schon zum Palastvorgarten. Hier steht aber gar nichts. Ach so, warte. Dann kommt da. Ich werde jetzt mal ein bisschen Schnieke bauen, dass das nicht wieder bescheuert aussieht am Ende. Kommt hier die Bibliothek oder so und dann auf welcher Seite will ich was freilassen? Ich weiß es nicht. Dazwischen will ich was freilassen. So, aber jetzt die beiden Botschaften bitte. Eine hier und die andere dann wo? Kann ich so die kippen vielleicht? Nein. Nein, da passt es auch nicht hin. Ja, okay, sollte eine könnte ja hier hinpassen und dann die andere, aber wohin? Das muss ja auch ein bisschen noch was aussehen. Einfach so nebeneinander vielleicht hier. So, geht doch. Und jetzt darf ich auch nicht vergessen, wo haben wir es denn? Was suche ich überhaupt? Die sind natürlich alle deaktiviert. Aber was habe ich eigentlich gesucht? Ach ja, die Zigarrenfabrik, die ich angekündigt habe. Die muss ich jetzt auch noch bauen. Sonst, sonst bringt das nicht ganz so viel. Hier wäre die doch eigentlich gut, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in dieser Aussparung irgendwas anderes ist. Die ist irgendwie so überpräsent. Wollen wir sie doch einfach hier in den Hafen gleich vielleicht? Wäre das... Da stört sie auf jeden Fall keinen. So, und jetzt lassen wir das Spiel einfach mal eine Weile laufen. Achso, Handel. Handel würden wir noch machen. Ich weiß nicht, auf wen wir uns konzentrieren werden. Verkaufen wir doch einfach beiden irgendwas erstmal. Hier, Fleisch kriegen wir von den Rindern. Und euch kann ich dann die Zigarren verkaufen. So. Dann sind die alle zufrieden. Und jetzt warten wir einfach mal. Das restliche Geld, das bisschen, was wir noch haben, gebe ich jetzt nicht aus. Und dann lasst die hier erstmal weiterbauen. Wie läuft's hier eigentlich? Gut. Auch gut, ist nämlich niemand da. Oh, eine Highschool muss ich noch bauen. Moment, das vergesse ich sonst. Highschool. Hahaha, wohin? Wo passt auf dieser Insel noch eine Highschool? An den Strand? Die Highschool am Strand? Gegenüber der Zigarrenfabrik? Was weiß ich? Hier hinten hin? Neben die Botschaften, zwar auch neben die Rinderfarm, aber immerhin neben den Botschaften. Ob das was wäre? Ich weiß nicht so ganz. Eigentlich wäre das, glaube ich, nichts. Das wäre, glaube ich, Käse. Hier rein würde ich die gerne setzen. Aber da müsste ich irgendwie alles... Da müsste man hier alles umdrehen. Könnte man allerdings machen. Dann würde die hier gut reinpassen. Kommt, machen wir das. Jetzt drehe ich durch. Jetzt habe ich Geld übrig. Da mache ich jetzt so einen Quatsch wieder. Neue Mission, ich weiß, aber wir setzen das hier erstmal um. Präsidente, wir lieben unsere Hütten. Erbaut mit unseren eigenen Händen und liebevoll dekoriert mit Wellblechen und Plastiktüten. Brot und Fische.
Ihr Einsatz für die Vision ökonomischer Gleichheit für alle des Genossen Marx macht uns stolz. Durch das Echo unserer knurrenden Mägen stört. Doch das Echo unserer knurrenden Mägen stört. Könnten wir vielleicht abwechslungsreicheres Essen beantragen? Die Genossen würden sich freuen, im Austausch gegen einen guten Fischburrito etwas für sie zu bauen. Durchschnittliche Nahrungszufriedenheit bekommen wir eine Taverne kostenlos. Bauen Sie Verkaufsgebäude wie kleine Läden und Einkaufszentren, um die durchschnittliche Nahrungszufriedenheit zu erhöhen. Diese Gebäude sorgen für mehr Nahrungszufriedenheit, je nach Menge der verschiedenen verfügbaren Nahrungssorten. Wenn Sie also neue Nahrungssorten bereitstellen, wird die durchschnittliche Nahrungszufriedenheit erhöht. Nehmen wir mal an. So, und jetzt wird das hier umgesetzt und jetzt, so, hat El Presidente mal wieder ein bisschen Städteplanung betrieben. Oh, ist sogar noch ein Feldplatz für eine weitere Klinik dann. Oder was auch immer. Ich hätte die Klinik eigentlich lieber da und da oben... Ach, weiß ich nicht, lassen wir das erstmal so. Aber eigentlich sollte dafür das Optische eine Klinik rein. Das wäre schon gut. Aber nicht jetzt. Jetzt warten wir, dass wir Geld bekommen. Da kommt auch schon welches. Das ist gut, man hört auf mich. Achso, hier wird jetzt schon... Ahahahahaha. So. Multikultur. Und Multikultur. So, wir brauchen jetzt also 4 Felder in der Nähe, um hier weiterhin die maximale Effizienz zu betreiben. Nee. So, Ananas wächst hier gut, aber vielleicht auch Kakao. Nein, vielleicht Zucker. Ah, Zucker haben wir ja schon. Tabak. Ach, hier haben wir auch schon Kaffee. Baumwolle wäre auch schön für eine Textilfabrik. Oh, Baumwolle, ja. Oh, ah, sogar wenn ich es hier platziere, wäre das noch mit drin, oder? Nee. Aber auf jeden Fall nicht bei... Ja, so wären die alle mit drin. Da könnte man so hier zum Beispiel Baumwolle platzieren. Aber dann noch was Drittes. Ananas. Wenn man Ananas... Wie kriegt man hier Ananas runter? Ja, nicht so gut. Wie ist es mit Gummi? Oh, Gummi ist ganz schlecht. Gummi könnte man aber hier eigentlich ganz gut platzieren. Und Baumwolle dann wiederum... Wenn man das so spielt, wird das noch viel komplizierter mit dem Plan hier. Aber so... Da komme ich noch... Ja, und so... Ah, ich glaube, die ist dann nicht mehr bei der mit drin, oder? Nee, aber so ist sie auf jeden Fall mit drin. So, dann könnte man da und dann noch eine, und zwar auf Baumwolle. Oh, ist das mit drin? Ich hoffe mal, dass das mit drin ist. Bei der da oben ist es kritisch. Aber das sollte klappen. Dann wisst ihr was? Das ist eine blöde Idee gewesen, die Straße so zu bauen. Wir bauen die lieber gerade. Und bauen dann Abzweigungen. So. Das sieht schon viel besser aus als vorher. Was hier reinkommt, keine Ahnung. Vielleicht Läden. Die Leute werden ja immer in der Nähe jetzt von den Arbeitsgebäuden wohnen. Vielleicht eine gute Idee. Hier werden viele Leute wohnen, weil die ihre Hütten ja immer in der Nähe bauen, wenn sie sowieso nur in der Hütte leben. Da gibt das ja auch Sinn. So, Laden. Könnte zum Beispiel hier einfach direkt rein. Ja. Gefällt mir. Okay, Weidenprohibition. So. Darf nicht vergessen werden, die Weidenprohibition. So, hier kann natürlich jetzt niemand arbeiten. Da stellen wir mal lieber jemanden ein. Wir müssen ja auch bald eine Universität bauen. Eigentlich könnten wir die jetzt schon mal bauen. Wahrscheinlich haben wir nicht genug Geld, oder? Na, haben wir nicht genug Geld. Das ist natürlich schade. Und Weidenprohibition. Warum ist die Effizienz so niedrig? Achso, bei der Effizienz sind wir ehrlich. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören, als zu den Achsenmächten. Sie werden ein Alliierter sein. Und kein... was ist ein Achs?
Ja, das kennen wir ja schon. So, hier kommt trotzdem keine Gülle an. Ich glaub's ja wohl nicht. Wird bestimmt gleich. Oh, noch eine Mission. Jeder hat Freunde. Oh. Nicht wahr, Press? Und Freunde. Ja, ja, sicher. Das Fleisch wird ja sowieso hergestellt. Ja, eine Universität müssen wir dann auch noch bauen, sonst läuft es auch nicht so gut. Es wird nicht so gut laufen ohne eine Universität. Das ist ein schönes Experiment, Präsidente. Wie soll jemand die Erfolgsleiter des Immobilienmarkts erklimmen, wenn sie keine Sprossen hat? Brot und Spiele. Ein wachsamer Geschäftsmann hält stets die Augen nach neuen Möglichkeiten offen. Und was unser Volk derzeit braucht, ist eine wirklich gute Ablenkung. Ich sag Ihnen was. Die sorgen für die Unterhaltung, ich übernehme die Vermarktung. Durchschnittliche Spaßzufriedenheit, okay. Mehr oder bessere Unterhaltungsgebäude zur Verfügung stehen, sorgen Sie dafür, dass sich in der Nähe aller Bürger ein solches Gebäude befindet, das Sie sich leisten können. Habe ich die jetzt abgebrochen? Dass sie sich leisten können, um die durchschnittliche Spaß zu benennen. Einzelnes Gebäude kann die Bedürfnisse der Menschen in der Nähe eventuell verlassen. Ja. Wussten wir ja schon alles. Ich dachte, was steht da nützlicher Tipp? Nur Freiheit zählt, Präsidente. Freiheit für den Markt. Helfen Sie mir, den Markt zu befreien, und seine unsichtbare Hand wird Ihre Geldträume verwirklichen. Der Markt ist das Werkzeug der Unterdrücker. Helfen Sie mir, Freiheit durch Gleichheit zu schaffen, Präsidente. Wobei Sie natürlich gleicher sein werden als wir anderen. Kleinen Laden bauen oder Bank bauen? Den kleinen Laden baue ich ja sowieso schon. Also nehmen wir das an, ist einfacher zu erfüllen. Wir könnten schon mal was in die Forschungs... hier. Dann hatten wir immer Staatsanleihe, kann man immer gebrauchen. Autos für alle, zu den Waffen vielleicht. Ja, diese Sachen. Die sind, glaube ich, immer ganz nützlich. Wie viel Zucker haben die hier eigentlich? Eine ganz ordentliche Menge und es läuft auch viel rum. Da liegt viel rum sozusagen. Deshalb erhöhen wir mal die Schichten, damit wir das alles transportieren können. Und hier liegt auch viel Zucker. Was jetzt nicht überrascht, ich habe ein zweites Zuckerfeld gebaut, dann können wir vielleicht eine zweite Destillerie bauen. Und später, wenn wir dann Schokolade haben, schließen wir einfach eine der Destillerien wieder. Wie auch immer wir es machen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir die Schokolade auch nur aus Kakao. Kommt drauf an, wie viel Kakao auf der Insel wächst. Aber jetzt erstmal die Universität. Oh, ist die groß. Ja, hier würde die tatsächlich nicht reinpassen. Dann müsste die irgendwie hier hin. Das sieht irgendwie blöd aus, aber... Oder auch so an den Strand. Nee, passt gar nicht. Würde auch blöd aussehen. Tja. Hier würde die vielleicht passen, aber... Der Platz ist ja bereits belegt. Man könnte das natürlich abreißen und dann... dann würde das passen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Warte, wenn ich den Bau abbreche, dann kriege ich doch Geld zurück, oder? Komm, um es auszuprobieren, lohnt sich's. Ja, das Geld kriegt man dann zurück. Aber leider kein Platz zum Bau. Naja, egal. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass wir das Geld also zurückbekommen, wenn wir was abreißen. Dafür hat sich's doch gelohnt, denke ich. Ja, wenn ich diese Taverne umsetzen würde, wäre das immer noch ein blöder Platz. Komm, setzen wir die einfach hier hin. So, und jetzt darf ich die Botschaft natürlich nicht vergessen. Hä? Achso, der bekannte Glitch. Jetzt geht's. So. Und jetzt haben wir auch wieder kein Geld mehr. Na gut. So, passiert noch irgendwas Interessantes? Ich möchte das Video noch nicht beenden. Es ist noch nichts Witziges passiert. Ich bin dich. Hat der was Tolles? Achso, wir haben ja gar kein Brokergeld. Vielleicht sollten wir noch ein Ministerium bauen? In näherer Zeit mal sehen. Wie läuft es eigentlich mit Wirtschaft? Warum sind wir so unbeliebt? Wie ist denn die Gesamtzufriedenheit? Ist über der karibischen. Wirtschaft, aber die Ausgaben sind vor allem im Bau. Insofern scheint es eigentlich ganz gut zu laufen, auch wenn wir viele Baustellen haben. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Bilanz für die erste Folge und deshalb möchte ich sie auch beenden. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.